Ja, guten Tag. Wir spielen heute mal ein neues Spiel. Oder was heißt neues Spiel, was ich eben vorher noch nie gespielt habe. Das heißt Tavern Tycoon. Und wie der Name schon sagt, muss man da eine Taverne machen. Ist ein Early Access Spiel. Schauen wir uns noch mal ein bisschen an. So sind wir jetzt ganz am Anfang. Das komplett auf Englisch. Mein Englisch ist jetzt nicht so toll. Also sprachlich wie auch übersetzungsmäßig. Deswegen kritisiert mich da jetzt nicht wegen dem Englisch. Welcome to your first tavern oder tavern. Get the tavern up and running by placing a bar, a guest room and a kitchen. Then place tables and a reception desk and hire maidens and a clerk. It would be best to build a restroom and a staff room as well. Your objectives is to get 500 reputation and to keep your finance above 2000 gold. Remember that you will be fired if the tavern goes under. Good luck, okay? Also wir müssen eine Bar platzieren, einen Gästeraum, eine Küche. Dann müssen wir Tische platzieren und Rezeption. And hire maidens and a clerk. Ja, guck mal, da fängt schon an. Was ist das? Das ist. Schauen wir mal nach. Ich habe mal jetzt sogar nachgeguckt. Also, maidens bedeutet irgendwie Mädchen, also die das Bier verteilen oder eben die Gerichte. Und clerk bedeutet sozusagen. Ja, so ein Büroangestellter, Kassierer, also irgendjemand, der Buch führt. So, your objective is to get. Ja, gucken wir einfach mal, werden wir sehen. Das kommt so ein Typ, der redet auf Englisch. To begin with, let's build a bar first. You can build furnitures through the furniture panel. Okay. Aha, hier kann man also bei dem Furniture kann man auf jeden Fall die Bar kaufen. Das ist auf jeden Fall schon mal gut zu wissen. Dann machen wir die Bar, machen wir mal einfach hier hin. So eine Ecke. No, let hire a bartender for it. Also ein Barkeeper einstellen. G. Ellington. Ja, der wahrscheinlich nicht, weil wir müssen ja einen runtergehen. Gucken wir mal. Apole. I've never been a drinker myself, but I heard bartending pays better than being a dishwasher. So I wouldn't mind learning the trade. Besides the skill, I will give me better change to get hired. Also der war vorher wohl Dishwasher, was ist das? Irgendwie, der hat eben abgespült. Und jetzt will der eben Barkeeper werden. Den nehmen wir dann einfach. Hier, da kommst du. Guck den ranzoomen. Ne, so viel sieht man nicht. So viel sieht man. Okay, excellent. For your information, you can pick your staff up with your right mouse button. Okay. Also mit dem rechten Mausklick kann man Sachen drehen. Let's try to build a kitchen. Okay. Gehen wir hier drauf. Machen wir hier Kitchen. Kitchen brauchen wir auf viel Platz. Vor einer großen Küche. Machen wir hier so. Oh, jetzt wird es blau. Okay. Da brauchen wir mal eine Küche hin. Also viel Platz, ey. Kannst du auch nicht alles mit Tischen vorstellen. Machen wir ruhig. So. Proceed. Okay. Platzieren. Habe jetzt mal einfach so gesagt, 2640 Dollar. Place Door
On one of the walls, ja, das sehe ich, damit die Leute reinkommen. Da machen wir einfach mal. Machen wir mal hier die Tür. Als hier die direkt da die Küche. So. Und das hier. Click proceed to finish building, okay? Haben wir das auch heraus? Well done. That's how to build rooms. Okay. This is where this little tutorial session ends. So figure out the rest of the... By the way, it built couple stables and entire maintenance to serve food. Genau. Also choose a name for the tavern by clicking on the long... Good luck. Okay. Dankeschön. Good luck, we have a little problem. Perhaps you should hire a handyman to resolve this. Handyman ist Handwerker, nicht irgendwie der Handys repariert. Handyman. Competing tavern, Den of Deans, has been opened in the area. Remember to by choose the tavern name before opening. It would be strange to accept guests without one. Handyman, so. Bartender, Handyman. Handyman haben wir hier. F. Oliver. Den machen wir einfach mal hier. Und dann machen wir direkt auch zwei Mitarbeiterinnen. And a Clerk. Clerk brauchen wir auch mal. Maiden, J. Dallison. Die wollen wir auch anheuern. So, do. Wir brauchen natürlich Tische auch. Tische sind auch wichtig. Da machen wir Tische. Guess who? Ja. Tische erstmal. Tables. So, die Tische stellen wir mal einfach hier mal hin. Tür. Stellen wir die Tische hin. So, die Dame, die ist schon fleißig. Und die Gäste sind auch da. Perfekt. So, erstmal jetzt den Restroom bauen, weil der wurde auch gesagt, dass wir den brauchen. Der falsche wieder. Restroom machen wir mal. Und natürlich einen Eingang und Betten. Was bauen wir jetzt nochmal? Build a Staff Room for Tired Staff Members. Okay, machen wir einen Staff Room auch noch. Ja. Den Staff Room. Machen wir die Tür. Hier eine tolle Couch. Teppich. Oh. Schränke. So, Staff Room ist auch fertig. Kann man doch jetzt auch bestimmt mehrere Toiletten reinpacken. Nein, natürlich nicht. Das ist doof. Dann brauchen wir eben hier einen so einen Luxus-Stuff-Room.
Die Küche ist auch viel zu übertrieben. Ich dachte, man kann hier mehrere Tische hinstellen. Es regnet. Ja, bestimmt nicht hier rein, ne? Wäre nicht so gut. It's Juno, total soft. 351 Gold von Hasmann. Okay. Dann machen wir Zone. Office. Ich sehe da auch die Größen, ey. 4x4, 5x5. So, hier ist gar nichts. Das ist gut. Laufe ja aber auf wie Falschgeld hier rum. Hauptsache der Junge, der hatte genug zu tun, der Barkeeper. Ich würde mal sagen, das war's erstmal mit Tavern Tycoon. Bewerte doch mal bitte den Teil, wie ihr das fandet. Erstmal natürlich alles auf Englisch, das ist natürlich immer so ein bisschen doof. Aber das werde ich schon irgendwie meistern. Und wenn hier immer rechts Google Übersetzer an ist, das ist mir sowas von egal. Naja, bewerte ruhig den Teil und bis zum nächsten Mal. Tschüss!